Und damit herzlich willkommen, Leute, zu diesem neuen Video. Und guckt mal, was ich hier mitgebracht habe. Ein wunderschönes 18er Display von Drachenwandel. Sehr, sehr cool. Das Set ist jetzt mehr als ein halbes Jahr mittlerweile alt. Die Zeit vergeht, es ist komplett crazy. Und wir versuchen heute eine der Chase-Karten quasi ein halbes Jahr nach Release ziehen zu können. Wir können ja zum Beispiel hier Nachtara, die V-Max und V-alternative Artwork-Karte würden wir gerne ziehen. Hier Rayquaza wäre cool. Letztens im Twitch-Stream haben wir aus 4-18er beide Alternativen rausgezogen. Hier Sylveon auch noch eine wunderschöne Karte. Duraludon tatsächlich auch ein cooles Artwork hier in dem Set. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen einfach mal rein. Ich habe gedacht, komm, wir schnappen uns einfach mal so ein 18er-Display. Haben wir übrigens auch noch im Shop. Viele fragen ja, ja, kommen die Displays, die 36er nochmal im Shop. Drachenwandel hat ja einen Reprint bekommen. Der Reprint ist leider quasi schon durch und ich weiß nicht, ob sie nochmal Drachenwandel reprinten. Ich meine, wenn wir wissen, dass es nochmal reprintet wird, dann sagen wir natürlich direkt Bescheid. Wir gehen jetzt aktuell nicht davon aus, dass es allzu bald nochmal einen Reprint bekommt. Die konnten wir nochmal bekommen. Die haben scheinbar einen Reprint bekommen, wer weiß. Und ja, die waren sehr, sehr geil. Ich meine, ihr kennt ja, die 18er-Displays sind wirklich, wirklich sehr, sehr coole Sachen. Und ja, haben wir, wie gesagt, noch im Shop. Ich wollte euch noch kurz was sagen. Ihr habt ja gesehen, die sind ganz normal sealed. Wenn ihr die aufmacht, euch wird vielleicht auffallen, dass die Booster sich vielleicht ein bisschen komisch anfühlen. Die sind hier nicht direkt so richtig verschweißt und die Folie ist ein bisschen komisch. Wir haben es ja schon bei mehreren Produkten gehabt, dass die Folie manchmal ein bisschen mehr lose ist, ein bisschen fester zusammengeschweißt ist oder sich anders anfühlt oder ein anderes Material ist. Pokémon hat sehr viele verschiedene Druckereien. Und dadurch, dass sie sehr viele verschiedene Druckereien haben oder Druckereien beauftragen, die Sachen zu produzieren, gibt es halt öfters mal Produktionsunterschiede. Das heißt, wie schon gesagt, mal ist zum Beispiel die Folie ein bisschen anders, mal ist zum Beispiel ja, ein bisschen die Print-Quality anders, aber das sind alles originale Karten. Wir verkaufen ja sowieso nur Originale. Ich wollte es nur vorher schon mal sagen, falls jemand denkt, fühlen sich ein bisschen komisch an, die Booster, aber damit ist alles easy und wie gesagt, allein in den Streams, wir hatten so kranke Hits hier teilweise draus, dass ich mir jetzt gedacht habe, komm, wir schnappen uns nochmal so ein Teil für ein Video und gucken mal, was wir da so Schönes rausziehen können. Ich meine, wir haben ja, wie gesagt, es sind einige Chase-Hits, die wir noch ziehen möchten. Und ich finde ja auch, Drachenwandel ist weiterhin ein Set, was unbedingt ja, in die besten Liste der besten TCG-Sets quasi rein muss. Weil es hat schon echt geile, geile Karten. Und wir haben Golgantis, die erste V-Karte hier. Also ja, gigantisch. Und ja, aber trotzdem ist es natürlich sehr, sehr schwer, die Chase-Karten zu ziehen, vor allem die alternativen Artworks. Wir haben ja doch tatsächlich auch einige von so random Pokémon. Golgantis zum Beispiel, Meditalis hat auch eine alternative Artwork. Und natürlich allen voran die ganzen Eevee-Karten. Eevee Heroes im Japanischen ja auch mittlerweile sehr, sehr schwierig zu bekommen, leider. Da weiß ich auch tatsächlich nicht, ob wir davor nochmal einen Reprint im Japanischen bekommen. Wer weiß, wer weiß. Und ein Brokkolos. Ich meine, ich könnte mir zwar schon vorstellen, dass die Drachenwand auf Deutsch nochmal ein bisschen auflegen. So sicher ist das aber natürlich nicht, weil ich meine, es geht ja immer weiter. Wir haben ja damals auch, Gott sei Dank, den Farbenschock Reprint bekommen. Aber zum Beispiel so Sets wie, okay, ich meine, Clash ist ein schönes Set, aber dass wir da keinen Reprint von bekommen haben, das kann man verstehen. Aber zum Beispiel so ein Set wie Flammende Finsternis, wo auch jeder nach dem Reprint geschrien hat, so, haben wir auch keinen Reprint bekommen, weil ja, die Zeit einfach ausgegangen ist. Und bei dem, was sie dieses Jahr alles angekündigt haben, ich meine, wir werden noch drei weitere schweren Schildsets sehen. Danach geht es ja dann weiter mit, was nehmen wir den Booster los? Danach geht es ja weiter mit Gen 9 dann tatsächlich. Und das Pokémon Ghost Set natürlich, da bleibt teilweise nicht viel Zeit zum Reprinten, deswegen kann es sehr gut sein, dass Drachenwandel langsam aber sicher leider verschwindet, genauso wie Farbenschock. Ich meine, Farbenschock ist bei uns tatsächlich ausverkauft, leider. Auch ein Klassiker-Set, meiner Meinung nach. Und eine schöne Holo übrigens. Ich wusste gar nicht, ob ihr das wisst. Das ist nicht der Kopf von Regidrago. Das ist der Kopf von Regidrago. Das ist nur ein Arm. Ich habe auch immer gedacht, das wäre der Kopf. Aber ja, Dennis hat mir mal das Weltbild komplett zerstört. So, wir gucken aber mal, dass wir jetzt auf jeden Fall hier einen schönen Full-Art-Hit oder sowas rausziehen können. Vielleicht hier Medital ist es am Start. Okay, die nächste V. Ja, wir ziehen schon mal Regular Hits. Wir ziehen auf jeden Fall schon mal Regular Hits. Das ist nett. Aber wir wollen auf jeden Fall einen Premium-Hit. So eine Full-Art wäre schon ganz schön, wenn wir die rausziehen könnten. Mindestens. Oder eine Alternative. Ich meine, man muss halt wirklich sagen, Alternative sind recht seltene Karten. Und ein Papunga mit flauschiger Offensive. Kommt es hier rein mit einer wunderschönen Holo-Karte. Und schleifen. Und ach, das war schon echt. Drachenwandel war aber auch ein geiler Release, muss man sagen, ja. Ich glaube, das kann sehr, sehr schwer oder ist sehr, sehr schwer zu toppen, meiner Meinung nach. Also was da beim Drachenwandel-Release auch bei uns, bei allen einfach los ist, war. Ist einfach ein wunderschönes Set. So, wir haben Ursaring und ein Schlapfel, auch ein geiles Artwork, wie ich finde.
Diese Schlappel- und Raffel-Artworks sind einfach legendär. Ich finde, Schlappel muss auch unbedingt noch irgendwie eine Full-Art oder sowas kriegen. Das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. So, wir haben Voltilam. Come on. Display. Gönn mir einen guten Hit. Pumpkin. Ja. Halloween. Leute, bald ist wieder Halloween. Okay, es sind noch 7 Monate, aber egal. Die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Wir haben jetzt schon wieder fast Ende März, ne? Mitte, Ende März. Es ist komplett verrückt. Ich weiß nicht, die Zeit... Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber die Zeit fliegt. Ich meine, wir haben ja jetzt auch bald den schweren Schildzyklus durch. Komplett verrückt. Und Uhafnir, die nächste V. Okay, wir haben schon mal 3 Hits. 3 Hits war bei den Sets immer so das, wo ich gesagt habe, okay, das ist das Minimum, das absolute Minimum, was man aus dem 18er-Display erwarten sollte. Aber noch keine VMAX, Full Art, Alternativ, noch nichts davon. Wir haben noch ein paar Packs. Hoffen wir mal, dass wir davon auf jeden Fall noch eine ziehen können. Nicht, dass wir im Stream die ganzen geilen 18er hatten. Und... Kapalores. Und hier fürs Video habe ich mir die nicht so geil ausgesucht. Ich finde Kapalores ist so ein geiles Pokémon. Es ist einfach der Hammer. Ich lieb's. Ich weiß nicht warum. Liebt noch irgendjemand von euch Kapalores so sehr wie ich? Ich weiß nicht, ich lieb's einfach. Vor allem aus dem Meistertief Pikachu-Film. Kapalores! Ah, geiles Pokémon. Ich muss sagen, kann man, ich glaube, Kapalores wird eines meiner neuen Lieblings-Pokémon. Ich finde, Kapalores sollte... Oh, Leute, stellt euch mal so ein richtig cooles alternatives Artwork von Kapalores vor. Wie geil wäre das denn? So. Hammer, wie geil wäre denn jetzt noch ein sehr, sehr guter Hit? Come on. So, Teddy Ursa. Wir haben nochmal ein Blanas. Tengul ist auch ein super cooles Pokémon. Und Altare, auch ein cooles Pokémon. Hast sehr, sehr viele coole Pokémon in dem Set. Hier auch Lombrero. Ich weiß nicht warum, ich habe die damals in meiner Kindheit einfach gefeiert. So Lombrero, Luturzel, Kapalores. Einfach schöne Pokémon. So, Leute, ich will jetzt hier mit einem Banger noch rausgehen. Wir müssen jetzt hier mit einem Banger-Hit noch rausgehen, finde ich. Wir haben die Aroma-Lady und ein Tengulis. Ja, immerhin, eins von den coolen Pokémon, wie schon eben gesagt. Da geht noch was. Oh, Dragoran V-Alternativ ist ja auch noch in dem Set. Also so schöne alternative Artworks. So, come on. Gönn. Gönn, 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 gönn. Bitte. Und wir haben nochmal eine V. Fully Purba. Okay, die erste Eevee V. Gönnt auf jeden Fall hier grünende Zellen hier am Start. Ja, ich bin gespannt. Bin gespannt, ob wir hier noch einen Hit rausholen können. Ich meine, 4 Hits ist schon mal okay. Sind aber 4 Regular-Hits, muss man sagen. Also 4 normale Vs. Ist nett. Aber 3 Packs haben wir noch. Komm. Leute. Ich hoffe, ihr drückt mir hier gerade mal ein bisschen die Daumen, dass wir hier noch was rausziehen können. So, Voltilam. Wir haben Zorua. Auch ein schönes Artwork. Tentacha. Schatzenergie. Und ein Bissbug. Irgendwie das Artwork immer noch aus Schaurige Herrschaft komplett entflohen, meiner Meinung nach. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir so, ah, Schaurige Herrschaft. Ah, nein. Drachenwandel. So, komm. 2 Packs noch aus dem 18er. Ich würde sagen, wir gehen ja auch einfach mal rein. Machen jetzt hier ein Pack-Trick. Die Gummihandschuhe. Ja, Kapuno, Teddy Ursa, ein Barschwa, Hauptspross, Kindwurm und ein Dressella. Ach, schönes. Oh, da würde ich mir jetzt aussehen. So am Strand oder den Palmen. Das wäre gut. Aber Leute, wir gehen rein. Letztes Booster Drachenwandel. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir da jetzt noch was rausziehen können. Last Pack Magic vielleicht. Wer weiß, ansonsten war es ein, ja, ziemlich durchschnittliches 18er-Display. Wie gesagt, leider nichts Premium-mäßiges dabei. Das wäre ein bisschen schöner, wenn wir da noch was rausziehen können. So, Schallquap und ein Zoroark-Holo. Aber ich würde sagen, Leute, die guten 18er habe ich auf jeden Fall für euch übrig gelassen.